Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur 38. Folge der 118 Pregnancy Challenge. Ja, du siehst, wir sind hier in der Weltenübersicht von Windenburg, weil ich kurz ein kleines Update geben wollte, wie die ganzen Sims im Moment leben. Und zwar ist der Martin jetzt in sein eigenes kleines Haus gezogen. Das hatte ich auf Instagram auch einmal reingepostet als Beitrag. Hier dann mal die Curvy Girls WG, wo mein Self-Sim mit drin lebt. Dann in Willow Creek war es nicht, es war Oasis Spring. Auch gut. Hier wohnt der Alexis mit der Alexis mit dem Puppy zusammen. Dann Windenburg haben wir. Hier ist Pringleton Bay, da ist die Familie Fliederling hingezogen. Und ja, dann haben wir die letzte Welt, in der wir auch aktiv spielen. Die Ina und der Shane wohnen noch in der Community WG. Vorerst. Hier ist die. Ich habe gerade Familie Rainbow. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Nachnamen vergessen, aber nein, habe ich doch nicht. Mit der Ellie und dem Ben und der Mia. Und hier ist die zweite Community WG. Das Haus ist jetzt anders. Und das sind jetzt nur noch Zoe, Wyatt und Ben drin. Ich dachte, okay, die sind jetzt alle im jungen Erwachsenenalter, machen ihre eigenen Familien, machen ihr eigenes Ding. Und ich dachte, okay, komm, du gibst denen jetzt alle mal ein eigenes Häuschen, dass die ihr Leben in Ruhe weiterleben können. Und hier hinten wohnt unsere kleine Familie Thompson mit der April und mit der Emmy. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ja, da sind wir. Ich habe jetzt kurz einen kleinen Teil rausgenommen, weil es noch mitten in der Nacht war. Und ja, warum sind wir mitten in der Wohnung bzw. im Haus von den beiden? Weil es mal wieder gewittert. Und dieser Schlag mir so im Ohr wehtut, wenn das so rumpelt. Weil man nur einen Stöpsel im Ohr hat und das ist nicht laut, was ich an Lautstärke eingestellt habe. Aber ich denke mal, oh mein Gehör. Ja, wir haben 6.34 Uhr. Die Emmy hatte leider eine kleine Monster-Panikattacke, deshalb habe ich sie jetzt ein bisschen Doktor spielen lassen, damit sie sich beruhigt. Die April schläft noch, den Beinen geht's echt gut. Haben auch irgendwie gar keinen Hunger. Die Emmy würde ich jetzt noch gleich unter die Dusche schicken, damit sie duscht, bevor die Schule losgeht. Ja, bis jetzt kam das Häuschen bei euch sehr gut an, beziehungsweise auch bei dir. Ich vergesse es immer wieder, es tut mir leid. Aber mir gefällt es auch super. Es ist wirklich schön. Aber, ihr habt das gehört, ich bleib hier drin. Mein armes Gehör. Ich hatte überlegt, ob man hinten, ich mach kurz Pause, dann kann es ja nicht knallen, ob man nicht hinten irgendwie noch so eine kleine Terrasse machen soll für die April, weil ich möchte mir nämlich, in den nächsten 1 bis 2 Tagen, solange die Prozente noch sind von Origin, das Wellness-Paket kaufen, damit wir Yoga machen können. Weil das Schwimmen macht nicht so und beide sind schon so ein bisschen pummeliger geworden. Es ist zwar nicht schlimm, aber man kann ja trotzdem was machen. Okay, die Emmy, die ist ja viel unterwegs, die spielt ja auch viel, aber die April durch Schwimmen, das irgendwie. Und dann schickt sie auch mal joggen, habe ich auch schon überlegt, dass wir das machen. Aber ja, so war mein Plan jetzt. Ja, aber ich gehe wieder hier rein ins sichere Trockene. Ja. Den Radio habe ich sehr leise gemacht. Der ist auf niedrig und auch in den Einstellungen habe ich es leise, weil ich möchte dann nicht wegen Urheberrechtsgedöns irgendwas am Hals haben, sagen wir es mal. Hä, wieso ist denn hier eine Pfütze? Emmy, kannst du die aufwischen? Geht das? Ja, ich hatte heute überlegt, dass sobald die Emmy vom Ach, das ist der Bär oben auf der Stadt. Hey, woher kennst du denn den Bär? Dass sie halt nach der Schule, heute ist ja wieder Schule, und einfach unser Kind ist Einser-Oberschülerin. Mit ausgezeichneten Leistungen. Kannst du nicht wegmachen? Okay, aber das Outfit, ich hab's wieder vergessen. Ich muss das unbedingt heute machen, sonst laufen die mir als in ihren Sachen da durch die Gegend. Es ist kalt, gell? Ich gebe dir jetzt einfach mal dein Alltagsoutfit. Ja, Mäuschen. Du hast sonst nichts.
Dann hätte ich gesagt, kümmerst du dich noch mal ein bisschen. Genau, Aktivität niedrig. Kannst du mit der Lucy noch ein bisschen spielen? Und wieso die das nicht wegwischen können, verstehe ich nicht. Naja, April, was machst du? Du ratzt noch, okay. Ja, dass das Wetter heute wieder so wunderschön ist, gefällt mir eigentlich nicht so unbedingt. Weil wir halt doch relativ viel draußen haben, allein unsere Pflanzen. Aber ah, das war die Benutzung und Feuchte. Alles klar. Alles klar. So, Emmy, was machst du? Emmy, nicht rausgehen bei dem Wetter. Bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Hier, du kannst so ein bisschen tanzen, bis die Schule losgeht. Du hast noch so knapp 10 Minuten. Hey! Ah, kannst du jetzt nicht tanzen, weil der da steht? Das finde ich jetzt aber ein bisschen blöd. Du musst eh jetzt gleich zur Schule. Und dann hätte ich auch schon gesagt, dass die Mami dann auch mal aufsteht. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was wir mit der Mami machen. Oder wir machen heute mal so einen Fitnessstudio-Tag. Das wäre vielleicht doch eine Idee, oder? Ich gucke mal gerade. Die April hat noch 23 Tage und die kleine Maus 6 Tage. Ja, vielleicht nehmen wir den Shane mit. Ein bisschen zusammen in die Muckibude. Also, falls es irgendwie mit dem Ton ein bisschen blöd ist, erstens, die Betty spielt wieder im Hintergrund und ich habe die Balkontür offen, weil es so warm ist schon bei uns. So, April, stopp. Die Emmy ist zwar in der Schule, aber du kannst hier nicht alles verpennen. Los, steh mal bitte auf. So, meine Liebe. Die geht's ja soweit echt gut. Oder? Ja. Dann würde ich doch sagen, ziehst du dir mal was anderes an und dann düsen wir ins Fitnessstudio. Ich weiß zwar noch nicht zu welchem, aber ich glaube, ein Oasis Spring war ein ganz cooles. Dann düsen wir mal in die Muckibude. Also es ist keine Beleidigung, aber ich sagte schon immer Muckibude dazu. Jenny, willst du mit? Ja, komm. Wir können ja noch ein bisschen quatschen, ein bisschen flirten. Weil die Beziehung der beiden soll jetzt auch demnächst starten. Vielleicht kriegen wir das heute auch noch hin. So, April, stopp. Du kannst jetzt mal am Shane deine Outfits zeigen, die du für den Sport hast. Da. Ich finde, das passt richtig gut zu ihr. Dann gucken wir uns doch mal hier um. Ah, okay, hier kannst du Arme und wahrscheinlich auch Rücken trainieren. Hier hinten ist das Laufband. Hier sind wieder so Stationen. Und was ist hier? Ah, hier ist dann Umkleide und Dusche. Ich habe schon eine Idee, was ich dann mit den beiden mache. Ah, Gott. Ja, seid ihr jetzt? Ja, ihr seid dann. Kannst du mir mal Hallo sagen? Und jetzt knuddeln. Knuddeln. Los, knuddeln. Küssen. Knuddeln. Du kannst ihn auch von mir aus küssen. Schon gerade gesehen, so beim Vorbeizischen, Baby machen in der Dusche. Okay. Dann knutscht ihr mal, ihr Süß. Und dann könnt ihr ja hier, könnt ihr zusammen hier drauf gehen? Ja, zusammen trainieren. Komm, das ist doch eine coole Idee. Ich hoffe, die Radios sind nicht zu extrem laut. Was in der Lounge soll angeblich eine Berühmtheit sein? Willst du mal nachsehen? Ja, der Martin ist ja im letzten Part, wo wir bowlen waren. Genau, das war das. Tut mir leid, ich bin nicht manchmal so gerade die Hellste und vergesse das des Öfteren mal. Ist er irgendwie in Ohnmacht gefallen? Und im Burger Bar haben sich dann auch noch zwei Promis geküsst. Ich habe leider den Namen vergessen, aber es waren so gut wie alle irgendwie geschockt darüber. Aber das ist leider durch den MCC Command Center so. Naja, nein, wir wollen nicht dahin. Shane, kommst du jetzt auch trainieren? Ja, er kommt. Genau. Wir fangen klein an und ich glaube, der Wyatt ist da. Ja, der Wyatt ist da. Cool. Wir fangen langsam an. Wir wollen sie ja nicht überanstrengen, aber dass sie so ein bisschen was macht. Ist aber beinahe hingeflogen. April, kriege ich da ein sexy Foto von dir? Okay, du grinst gerade so dezent. Nicht so sexy. Oh, habt ihr das gehört? Es hat voll geknackt. Oder habe ich jetzt das
falsch in Erinnerung. Beziehungsweise falsch gehört. Sagen wir es mal so. Ja, das ist doch ein cooles Foto. Sogar mit Wyatt drauf. Alle sind sie mit drauf. Ach Gott. So, dann macht ihr mal euer Ding weiter. Ja, Shane, jetzt hat der Wyatt dir das Ding weggenommen. Okay. Ach Shane, willst du deine Tier ein bisschen trainieren? Hä, sind das nicht dieselben? Dwayne? Uliana. Ach so, stimmt. Das ist Nagata. Genau, sowas. Ja, ich spule aber jetzt ein bisschen, weil sonst... er ist Boxen. Hier, Jane ist Boxen. Sehr gut. Und sie unterhält sich mit Wyatt. Wie cool. Ja, nur so ein bisschen vielleicht bis der... Oh, okay, April. Vielleicht, dass man den voll macht. Ah. Alexis. Hello. Wieso hast du gerade dich übergeben? Bist du schwanger? Nein, sie ist nicht schwanger. Nein, sie ist nicht schwanger. Also ist sie nur... Ja. Oh, und da gibt's Zoff. Die Apple nur so, hey, komm runter. Und da ist der Alvin hier. Die tümmeln sich ja alle hier rum. Da ist der Alvin. Der Partner von der Lisa. Diesmal mit Hose und Haaren. Nicht so wie die letzten Male. Und April, macht es dir Spaß? Alexis, du bist schon ein Schwein, wenn ich das so sagen darf, ey. Kotzt und dann lässt es nicht sauber, Mann. Ey, die Witzka. Ja, April. Willst du dich mit dem Shane dann nochmal so ein bisschen, so ein kleines bisschen anbündeln? Ich hätte nämlich eine coole Idee, weil die kleine Maus ist ja jetzt in der Schule. Und die April haben wir ja jetzt vereinbart, dass sie ein bisschen Spaß haben darf. Sie soll sich amüsieren. Und das machen wir doch jetzt einfach mal. Du kannst immer noch ein herzliches Kompliment machen. Da ist es ja schon. Kannst du ihn doch mal küssen? April, kommst du jetzt von dem Ding runter? Aber hast du jetzt was hier gekriegt? Fitness? Wow, wieso ist die schon in Fitness Level 6? April, hast du mir was verschwiegen? Du kannst ihm auch noch eine Rose anbieten. Ich bin gerade überlegen, ob wir einfach fragen sollen, ob er unser Freund wird. Yes. Das ist doch romantisch. In Sportklamotten, halb durchgeschwitzt, fragen wir ihn jetzt, ob er unser Freund sein will. Oder... Und jetzt ist die im Weg, danke. Shane denkt an Gail, die Betty ist wieder im Hintergrund aktiv. Okay, ich nehme das jetzt als Bild. Weil ich ein bisschen gepennt habe. Sie sind jetzt ein Pärchen. So, meine Hübschen. Ups, falsche Taste. Betty, du weißt, dass ich hier am Aufnehmen bin, gell? Du kannst hier nicht so am Rad drehen. So, meine Lieben. Dann tächtelt ihr jetzt in der Dusche. Das wird der April ihr in Anführungsstrichen erstes Techtelmechtel. Eigentlich hatte sie ja schon, weil sie hatte ja immerhin Emmy gekriegt. Aber im Spiel wird es das offizielle erste Mal sein. Hey Shane, möchtest du nicht mit mir in der Dusche? Und er nur so, April. Entschuldigung, aber ich muss da manchmal meinen Senf zu da geben. Dazu geben. Hä? Ja, okay, das war schon mal voll der Fail. So, habt ihr hier... Nee. Hä? Das sind doch normale Toiletten, April. Was willst du dann? Schätzchen, was willst du dann? Hier, kommt mal zusammen hierher. Das geht doch. Aber immerhin, sie hat ein bisschen Sport gemacht. Und jetzt dürfen sie noch zusammen täscheln, wenn sie dann wollen auch. Ach, ihr Süßen. Ja, dann los. Hä? Was ist denn das jetzt? Kann mir das einer mal erzählen? Warum machen die denn das jetzt?
Okay, dann versuchen wir es mit einer anderen Dusche. Hä? Bin ich zu blöd? Übersehe ich irgendwie was? Das sind doch normale Türen. Ja, guck, der ist doch drinne. Hä? Also, ganz ehrlich, ich versteh's nicht. Ich bin jetzt so frech und mach den an der Tür rein. Och Mann, das gibt's doch nicht. So, das wird jetzt die Techteldusche. Los jetzt. Wir wollen techteln. Wie, du gehst jetzt... Das ist jetzt dein verdammter Ernst? Willst du mich ein bisschen verkackeiern? Ha, das ist die nächste Tür dran. Wenn die jetzt nicht hier hingehen, dreh ich am Rad. Ha, Mann. April, los, zusammen hier hingehen. Zeige, zeige jetzt. April, los, bevor sich irgendjemand anders überlegt. Los, kommt jetzt hierher. Los, los. April, wieso gehst du durch die Spinde? So, hier, Tischeln. Wenn du jetzt wieder sagst, das geht nicht. Lalala. Hä? Also irgendwas mache ich falsch. Ich setze denen jetzt auch noch eine andere Dusche dahin. Vielleicht funktioniert es ja dann. Wenn es dann nicht funktioniert, dann tut es mir leid, ihr Süßen. Dann weiß ich nicht, wie wir das hier machen sollen. Ich hätte es mir zwar nicht als erstes Techtelmechtel so vorgestellt, aber okay. Nö, sie möchte nicht. Ah ja gut, dann machen wir das anders. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Reisen wir nach Hause. Bei uns zu Hause. Auch gut. Auch gut. So. Ich muss mal kurz aufs Handy gucken, wegen der Zeit. Komischerweise zeigt mir mein Timer das nicht draußen an. Du. Ja, komm. Wir können das bei der April zu Hause machen. Wenn die das jetzt nicht im Bett machen können, dann drehe ich wirklich am Rad. So. Ach, das ist Shane. So, Shaney Boy, hier. Wir machen dich... Oder liegt es daran, weil die in der Runde sind? Ich kann es mir aber nicht vorstellen. So, April, bevor wir es vergessen, zahlst du kurz die Rechnungen. Und dann könnt ihr in deiner schicken Dusche testeln. Versuche ich mal zu verführen. Das Gute hat's ja, unsere Blümchen werden so vom Regen gegossen. So, klappt das jetzt? Hey! Chandler, yeah! So aus, als würden sie tanzen. So, Techtelmechtel in der Dusche hätte ich jetzt bitte gern. April, das möchtest du doch auch. Letztens hast du dran gedacht. Also bitte. Ich hoffe jetzt nur, dass es jetzt nicht gleich gewittert. Freuen tun sie sich wie kleine Kinder. Es geht los. Es geht los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hui. Jolla die Waldfee. Shane, du gehst ganz schön ran, junger Mann. So, ich möchte aber mit dabei sein, bitte. Das sieht so gruselig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, jetzt habe ich es verpasst. Egal. Egal, wir lassen die beiden jetzt hier ein bisschen turteln. Mit Techtelmechtel machen. Aber wieso kriegen wir jetzt nicht die Benachrichtigung, dass es das erste Techtelmechtel sei? Hä? Naja, egal. Die beiden töchteln, die April hat ihren Spaß, hoffe ich zumindest. Aber ich denke schon. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Und lauter Herzchen. Ui, sogar so, Feuerwerk, jetzt habe ich so gut. Hat die Techtelmechtelfähigkeit erlernt. Fertigkeit. Oui. Alles gut bei euch? Hat es Spaß gemacht? Ah ja, Shane, ich krieg's leider nicht weg. Ich weiß nicht, was das ist. Wieso das nicht weggeht? Die können es alle nicht aufwischen. April, du denkst an Pfannkuchen, hast bestimmt Hunger. Erstes Mal wegen Erinnerungssystem. April wird sich an ihr erstes Mal immer erinnern. Das freut mich doch. Shane, du stinkst.
Ah, oh, ich habe den kleinen Mod vergessen. Mist. Es gibt... Big Sister is watching you. Es ist nicht einfach, gute Noten zu erhalten. Und Emerian Hope fühlt sich unter Druck. Wieso denn das? Und es ist auch nicht gerade förderlich, dass ein Mädchen, das neben ihr sitzt, mit ihrem hübschen, unschuldigen Augen zu ihr rüberstarrt. Möchte das Mädchen abschreiben oder will es einfach nur freundlich sein? Ich würde mich woanders hinsetzen. Sie nimmt ganz hinten den Platz, wo sich das Mädchen niemals hinsetzen würde. Jetzt wollen die ganzen coolen Kids, die hinten sitzen, von ihr abschreiben. Oh, super. Was macht ihr? Du willst ihn küssen, ja? Das ist, mach, mein Schatz. Mach, mein Schatz. Also irgendwas stinkt extrem hier. Ich habe es noch nicht identifiziert. Irgendwas macht stinky, stinky. So, dann geh doch aufs Klöschen. Schwanger kann sie nicht sein. Sie hat ein Schulprojekt mit nach Hause genommen. Sehr cool. Das hat ja dann alles geklappt. Emmy, wo bist du? Ach, da bist du. Oh, Emmy, was ist mit dir los? Du bist gelangweilt. Ah, was hast du? Du hast immer noch den. Der Meister. Wobei, das passt eigentlich. Sie ist ja kreativ. Spielt Musikinstrument. Da müsstest du dir vielleicht eine Geige holen, oder, mein Schatz? Möchtest du nicht an deinem... Das können wir jetzt nicht hier hinten irgendwo drin stellen. Okay? Oh, das ist ja blöd. Doch, wir können es hinstellen, wenn wir kurz Trick 17 machen. So. Jetzt sollte das funktionieren. Dann, ich hoffe, sie kommt da jetzt dran, wenn ich ihr das da hinstelle. Amy, mein Schatz, du bist gelangweilt, gell? Dann würde ich doch sagen, machst du hier erstmal mit deiner kleinen Lucy was. Und dann kannst du hier Nagel studieren. Dann hast du nämlich die Hausaufgaben auch fertig. Und ihr zwei Süßen. Machst du Toilette, Piesel? Du hast auch Hunger. Dann hier, du kannst dir da auch was zu nehmen. Shane. Stopp. Du willst aufräumen. Das möchte ich aber nicht. Das hat seinen Sinn, dass das alles da so steht. Der hat seinen Sinn, dass das steht. April, hier. Komm mal Hände küssen. Ich räume gern für dich auf, Shane. Ganz gern. Hier. Könnt ihr euch zusammen hinsetzen und euch ein bisschen unterhalten. Oh, machst du Müll raus? Dankeschön. Irgendwas stinkt. Habt ihr es gesehen? Ah, ist es hier? Ah, okay. Alles klar. Ich hab's gesehen. Was ist verdorben? Der muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Gott, dann wie viel Essen hier drin. Ah, die Pizza ist noch ein bisschen... nicht mal allzu lang. Emmy? Du hast noch eine knappe halbe Stunde. Möchtest du die Pizza essen? Ich glaube, das war sogar deine. Kann das sein? Ich glaube schon. Komm, ess mal die Pizza. Emmy, schnell Pizza essen, bevor die Pizza kaputt ist. So, April. Und du? Kannst mit dem Shane noch mal ein bisschen rum. Ah, jetzt schon wieder voll. Auch gut. Stellt euch jetzt draußen den Regen hin. Supi. In Hobero. Ja, Bernard. Umfrei, mir daheim. Kann ich sehen. Besser. Und für Joe. Ui. Und dann die Wäsche hinten im Hintergrund. Geil. Oh Gott. Ach, ihr zwei Süßen. Was ist denn mit dir los? Was hast du mit deiner Hand gerade gemacht? Komm, wir können auch nochmal ein Foto machen, oder? Hier, Foto machen mit. Chips. Immerhin seid ihr jetzt ein Pärchen. Falsch.
bester Freund. Oh, wie süß. Und können wir auch jetzt romantische Abendessen und sowas machen? Das wird. Oh, Emmy, was ist mit dir los? Oh, Schnuggi, du bist voll tot. Oh mein Gott. Mein Schatz, könntest du. Okay, jetzt ist es verdorben. Ich hoffe, du hast es nicht gegessen. Dann hier spülen. Verwenden. Dann hast du Hunger. Wir hatten noch was im Restebereich, sag ich jetzt mal so. Dann darfst du gerne schlafen. Wenn 16 Uhr erst ist. Viel Spaß auf Toilettchen. Oh! Was ist denn das? Hä, wieso ist denn das kaputt? Krass, wieso ist das da der Blitz eingeschlagen? Oh mein Gott. Hey, Spiel. Danke. Oh mein Gott. Ja, Betty, guck mal. Guck mal, der Chain ist vom Blitz getroffen worden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir hatten schon mal eine Folge, wo der Blitz aber in die Bienenkiste eingeschlagen ist. Leute, ihr seid auch ein bisschen hohl. Wieso setzt ihr euch nicht irgendwo hin? Ehrlich jetzt. Was verführerisch sein. Danach geht er aber wieder rein oder auf die Dings, auf die Bank. Martin, du passt bitte auch auf, okay? Jane, los. Zusammen sitzen, danke. Um Gottes Willen. Geht's dir denn gut? Shiny Boy? Guck mal, da ist ein Regentropfen. Das sieht ja creepy aus. Krass. Vor allem, der leuchtet voll. Shane, geht's dir gut? Mein Schnucki. Wie verkohlt er einfach ist. April. Mein Schatzi ist verkohlt. Nicht schön. Ach, Emmy. Emmy, schaffst du das noch, dein Lager dann zu studieren, dass du Hausaufgaben hast? Shane geht erstmal auf Toilette. Okay. Dann kannst du dich doch hier hinsetzen. April, was machst du jetzt? April, du läufst nackig durch die Gegend. Hey, zieh dich mal bitte um. Du bist ja verrückt. Ich glaube, die wollte gerade ins Bett bis selbst täscheln. Ach Gott. Baby machen mit Shane. Ich hätte aber gesagt, dass sie vielleicht eher mal täschelt. Oder? Emmylein. Du studierst ja dann eh deine Naga. Und dann kannst du noch. Wobei, du kannst doch eigentlich dann schlafen gehen, nicht, dass du. Ach, funktioniert das jetzt nicht? Wieso? Wieso, wieso, wieso? Wegen dem Bücherregal? Dann gucken wir, dass wir das woanders hinsetzen. Na komm, das passt doch hier rein. Guck mal, das sieht doch schick aus. Und du es jetzt nicht machen kannst, ey. Ach, ich finde das nämlich blöd, wenn du in der Dusche zu täschkeln. Shane, du musst jetzt immer den Müll rausbringen. Das ist zwar wirklich süß, aber ich würde jetzt gerne, dass ihr mal hier versucht zu täschteln. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Emmy, du bleibst schön bei deinem Negerchen. Danach darfst du dann schlafen, okay? Ah, jetzt funktioniert's. Viel Spaß, ihr Süßen. Ich bleib bei der Emmy-Maus. Fertig. Dann hier, mein Schatz, darfst du schlafen. Ah, du hast das Bild noch hier in deinem Inventar. Ja. Wo machen wir das denn hin? Ja, wird schwer. Ihr seid immer noch am Turteln? Gut. Ja, April. Und es ist auch schon 18.23 Uhr, mittlerweile 30 sogar. Und meine Zeit sagt mir so dezent, wir sind am Ende. Schon wieder Feuerwerk? Siehst du dir jetzt was an? Oh Gott, Shane, bist du verkohlt. Ja. Und April, war das schön? Ich glaube schon, oder? Dann hier April. Du kannst mal eine kalte Dusche nehmen. Also unbedingt schwimmen lassen möchte ich dich nicht bei dem Wetter. Nicht, dass du auch noch vom Blitz getroffen wirst. Ach, Shane. Da gehen von dir die Funken ab. Ja, das sind Funken von dem Blitz.
Was machst denn du jetzt? Ah, du gehst Spiegel dich beruhigen. Quanka Frosch, Binja. Jebosa. Der fragt sich so, April, und ja, wann ziehen wir dann zusammen? So in der Art war das so gerade irgendwie. Rain, gehst du jetzt nach Hause? Ja, okay. Pass auf dich auf, werd bitte nicht nochmal vom Blitz getroffen, okay? Das fände ich nämlich nicht so schön. Emmy Maus schläft sehr gut. So, April, du hast Hunger. Wenn du möchtest, kannst du dir dann hier noch eine Kleinigkeit nehmen. Komm, iss mal einen Apfelmus. Und den Dreck da, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie geht es nicht weg. Falls du das weißt, warum das nicht weggeht, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich habe nämlich langsam keinen blassen Schimmer mehr. Oder ist es irgendwie hiervon, dass das da rausläuft? Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Weil eigentlich sind die Sachen ja trocken, die da ja reinmachen. Und April, bist du happy? Ich glaube schon, oder? Shane ist dein fester Freund. Amy, ah, du schläfst, okay. Ihr hattet euer Techtelmechtel. Ja, irgendjemand kommt da hinten. Martin, bist du das? Ups. Nee, der Ray, was machst du hier? Ray, was machst du hier? Machst du ihm auf? Komm, wir können mal bitte hier hereinbitten. Das kriegen wir noch rein. Ja. Du kannst mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, ob dir das so gefallen hat, dass die beiden jetzt ein festes... Was macht denn jetzt? Du setzt dich auf den Boden. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, alles klar. Naja. So, April, was machst du? Ah, du hast gerade deinen Ordnungsfimmel. Ja, dann würde ich doch sagen, kannst du auch schlafen. Wie ist das jetzt, deine Schale hier unten? Ah, Ray macht die weg. Ach Gott. Ja, also, jetzt bin ich schon wieder durch den Wind. Also, du kannst mir gerne mal schreiben, wie du das findest, dass die beiden jetzt ein Pärchen sind, dass die beiden auch ihr Techtelmechtel jetzt hatten. Ich finde es nicht schlimm, weil ich eigentlich das so geplant hatte, dass die jetzt auch schon relativ fest zusammen sind, bis die Emmy dann Teenager ist und ja, irgendwie die Zeit rennt irgendwie nur so davon. Ich finde es total krass. Oh, Emmy, der Lucy, ihr Käfig stinkt. Es macht stinky, stinky. Ja, okay, du kannst den dann sauber machen, sobald du dann soweit bist. Ich hoffe, die Lucy geht doch nicht drauf durch das Gestinke. Wäre nämlich nicht so geil, wenn das so wäre. Oder Emmy, du machst ihn jetzt schnell sauber. Komm, Schätzchen. Schnell sauber machen. Dass die Lucy nicht in ihrem Stinky-Stinky sitzen muss. Dann kannst du ihr noch ein Leckerli geben und kurz spielen. Und du hast Hunger. Dann kannst du ja, du kannst verdorbenes Essen auch rausmachen. Dann machst du das jetzt ausnahmsweise. Ja, und ich gucke die ganze Zeit auf den Timer. Oh. Emmy, kannst du den ersetzen? Ja. Weil Elektrogeräte bin ich ganz vorsichtig mit reparieren. Emmy, wo gehst du hin? Ah, du gehst zu deinem Puppenhaus. Sollst du nicht was essen, meine Liebe? Ja, okay, es ist 4 Uhr. Lassen wir dich mal. Ja, ja, April. Du bist auch wieder gut drauf. Du bist nämlich schon wieder voll. Leute, was geht mit euch ab? Früh aufstehen oder was? Ja. Ich denke, kriege ich das noch rein? Ich denke, ich mache hier den Cut nicht, dass es zu lang wird, weil ich wollte mich jetzt wirklich an die... Betty, pass auf. An die 30 Minuten immer halten, auch wenn die Folge jetzt wieder ein bisschen länger geht. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich fand es ganz cool, auch dass die beiden jetzt getestelt haben und ein festes Pärchen sind. Heißt, wir können auch ausgiebig den Liebestag dann immer feiern. Und die April muss nicht traurig sein. Okay, das dauert eh noch, bis der dann ist. Ah, die April, die Emmy hat am Streichetag, oder? Starlight, Verleih. Doch, Streichetag ist es. Oh mein Gott.
Wir haben morgen Winterfest. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Okay. Okay. Super. Ja, dann sage ich jetzt hier an der Stelle tschüss und hab noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.